Herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Zu meiner Überraschung haben wir im letzten Part hier den Wüstentempel in Hyrule, also in der Lichtwelt, gefunden. Eigentlich dachte ich nämlich, dass unsere Tempel sich größtenteils in Lobwool befinden. Aber scheinbar noch ein paar in der Heim. Aber gibt's dann auch noch mal einen Tempel im Sumpf? Schon das stärkere Schwert. Boah. Ach so. Ich verstehe. Eigentlich wollte ich eine Drehattacke machen. Aber das Spiel ließ mich nicht. Ich muss jedoch garantiert da gleich hoch befördern, die Statue hier. Sorg einfach nur schon mal vor. Na. Wie ich mir gedacht habe. In Verzögerung, wie man sich wieder bewegen kann, während die Tür sich bewegt. Großen Felsen sagen mir, ich finde hier irgendwann irgendwo die verbesserten Krafthandschuhe. Aber noch nicht jetzt. Oh! Rüber bitte. Einmal Müll einsammeln. Da wollte ich nicht runter. Ich
links oder rechts? Es gibt nur den auch. Na dann. Okay. Kriegen wir einfach mal einen riesigen Haufen Sand. Der direkt da oben eingesetzt wird. Na, der Raum hier wird sich auch mit Sand füllen. Und da oben ist die große Truhe. Das wäre zeitlich begrenzt. Großer Schlüssel? Nein, die Titanhandschuhe. Jetzt kannst du Felsen stemmen. Cool. Mache ich das mal, oder? Na komm, egal. Ah, nee, nicht egal. Und hier geht's raus. Ja, das ist die Besonderheit an diesem Tempel. Es gibt zwei, drei Ein- und Ausgänge. War früher auch schon so. Hey, komm. Wir können das ewig machen, so. Oder ich bleib hier einfach stehen. Einiges einfacher. Aber leider erst jetzt drauf gekommen. So, wir gehen erstmal nach links. Schlüssel.
Hier haben wir Muni. Das war ein bisschen unfair. Tun
hier nicht mehr. Zumindest nicht in diesem Raum, aber hier drunter irgendwie. Sieht das so aus, als wenn man nach unten rankommt, oder nicht? Ganz schön viel Geld hinterher geschmissen, muss ich mal sagen. Nicht, dass mich das stören würde. Ich wollte es nur erwähnt. Danke dir, mein Augenfreund. Ich danke dir noch. Auch wenn ich da jetzt leider nicht hoch bin. Aua. Noch ein Miniboss. Kleiner Schlüssel? Hier muss oben auch noch. Irgendwie muss ich da auch noch rankommen. Ja. Nochmal 100er. Dafür nehme ich auch die Schmerzen. So, ich würde sagen, wir machen den Tempel hier noch schnell zu Ende. Auch wenn das vielleicht Überlänge bedeutet. Aber ich hasse es, halbe Sachen zu machen. Hier drüber.
kann ich doch da hochschmeißen. Gut, gut. Danke, Freund. So, das ist der Weg zum Boss. Und hier ist einfach noch was versteckt. Du fühlst dich immer reicher und schöner. Wir könnten uns jetzt auch das Upgrade zum für den Feuerstab holen. Wofür habe ich jetzt hier Sand gebraucht? War die Treppe vorher nicht zu erreichen? Oh. Ich glaube, da sollte man nicht rein. Na, ist der Boss doch in der Schattenwelt. Tatsache. So sieht das einfach aus. Ja komm, probieren wir den mal aus. Ja, vielleicht nicht unbedingt damit ersetzen. So. Voll auf die 12! Ach, der kostet mich Ausdauer. Ist ja viel. Unverwundbarkeitsdrang wirkt nur so lange, wie ich ausdauere. Das ist ja völlig unnütz. Ich dachte, es wirkt eine bestimmte Zeit, aber nein. Link, der Wahrsager hat also recht. Du hast mir Glück gebracht. Ha! Du hast dir da ja mächtig Zeit gelassen. Was soll denn das? Mich so ewig warten zu lassen.
Na gut, dieses Mal verzeih ich dir, ausnahmsweise. Viel wichtiger ist, dass du unbedingt auch die anderen Waisen retten musst. Jetzt steh da nicht so rum. Schnell, hilf den anderen. Aber pass auf dich auf. So, dann speichern wir mal. Und dann war's das für diesen Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Genauso würde ich mich freuen über ein Like, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Also bis dann. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.